So, alle YouTuber, 53 Sekunden noch bis zur Markteröffnung. Es ist Freitag, der 24. März 2023. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor und es ist ein Big-Number-Trade. Aber ich sage euch, ich habe ja zwar keine Glaskugel hier vor, aber es wird ein Volabox-Trade sein, wahrscheinlich. Ja, und da werden wir Schlösser rausnehmen und wir werden gleich die versuchen zu aktivieren. 26 Sekunden, dann läutet unsere Börsenglocke hier in Hamburg. 18, 17, 16, 12, 10, 6, 5 und es geht los. Zack und zack, links die Volabox, wenn er reinläuft. Er muss 1,5 Punkte machen. Jetzt sind wir, ist es amtlich, die Volabox ist die erste Box. Und hier nochmal der Risikohinweis. Wir sind relativ dicht beim Daily Pivot. Ich messe das mal ab. 14 Punkte. Wir brauchen ja 15 Punkte, damit wir aus dem Trade rauskommen. Wir wissen aber auch aus Tradition 0,05, damit wir uns einstretchen. Gymnastik. Werden wir den ersten Trade immer ganz normal laufen und den zweiten werden wir in Richtung Daily Pivot und eigentlich ist heute die nächste Volabox hier interessant. Schauen wir mal und natürlich haben wir ein Auge, jetzt sind wir schon im zweiten Trade, jetzt gehen wir runter und versuchen, wie man so schön sagt, Strecke zu machen. Gucken wir mal, ob die Marktteilnehmer zum Wochenende eher verkaufen oder eher long gehen. Wir schauen mal MTX. Ihr wisst, das ist ja ein Markt mit etwas höherem Risiko. Wir brauchen hier unten einen Signalfall. Das Schöne daran, hier seht ihr, beide Dinge sind noch rot und wir sehen Daily Pivot 15 Punkte. Wenn es also eine MTX-Trade geben sollte, dann brauchen wir einen Kurs unter dem Daily Pivot. So, Daily Pivot 9 Punkte entfernt. Wir brauchen also Kurs darunter. Ich schiebe das jetzt mal zur Seite. So, gestrichelte Linie. Wir sind im Box Trade auf der linken Seite im Gewinn. Wir nehmen den Gewinn aber nicht mit, weil wir sagen, wir wollen jetzt Strecke machen. Auch das wird immer verkehrt verstanden. Ja, Carlos, wenn du einen Verlusttritt machst bei einem Trade Nummer 5 und stoppst bei 0,20, dann brauchst du ja 20 Trades, um den Trade wieder reinzuholen. Das stimmt ja nicht, weil wir jeden Tag versuchen, hier auf angepasst immer mehr Geld mitzunehmen. Und das nicht seit gestern und nicht seit vorgestern, sondern jetzt schon eine ganz, ganz, ganz lange Zeit. Und warum machen wir das? Weil das sind unsere Erfahrungswerte, dass wir mit geringem Risiko starten und dann uns langsam einlaufen. So, jetzt sind wir im Gewinn, 0,01 und MTX, holen wir die Box mal raus. Das wird ein knappes Spiel. Ihr seht es dort. Wenn es so bleibt rechts, werden wir MTX ein Short Setup reinbekommen. Zwei Minuten noch 23 auf der rechten Seite. Ich springe jetzt ein bisschen, aber wir sind links, sind wir im Gewinn. Ihr seht es dort, zweiter Trade ist natürlich nicht ganz so ideal, weil wir mit leichtem Handgepäck arbeiten. Das heißt, wir sind noch nicht in diese Aufschaukelung reingekommen mit vielen Lot Size. Rechts aber MTX. Deswegen schalte ich jetzt mal ein wenig auf die Seite, weil das wird spannend, weil wir damit 0,05 einsteigen. 1 Minute 53 noch. 1 Minute 53. Wir achten jetzt auf diese aktuelle Kerze, die um 9 Uhr ist. Da, wo mein grüner Pfeil ist. Hier sehen wir alles grün. Retracement liegt bei 15%. Das bedeutet von dem Gesamtkerzenkörper, wie viel geht es zurück? Das sollten wir gucken. Ey, Volabox. Volabox, ein Maurice Gedächtnis-Trade. Nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht. 15er Box immer noch. Wenn Maurice Geburtstag hat, werde ich 12,5er machen.
So, 47 Sekunden noch. Wir lassen die YouTuber für unser Videotagebuch offen, ja, damit man auch hier sieht, für alle, ja, Kritiker. Es gibt ja so viele Kritiker, die alles besser wissen, aber selber nie gemacht haben, nie immer in ihrem Leben. So, das war der Box Trade. Wir sind links raus und das bedeutet, ich schalte jetzt den Plan gleich ab, aber wir bleiben dabei. Wir müssen jetzt hier die Volabox schon platzieren und gleich gibt es ein MTX-Signal. Ich verabschiede mich jetzt schon mal bei unserem Videotagebuch. Seit über 1100 Handelstage zeichnen wir dieses aus. So, das Short-Signal. Jetzt gucken wir, dass er kurz zurückkommt. Jetzt habe ich ein bisschen. Er muss noch einmal reinlaufen hier. Ansonsten habe ich jetzt hier vertrödelt hier. Gucken wir, dass er zurückkommt. Ansonsten nach 15 Punkte seid ihr draußen. Holabox links und ich verabschiede mich jetzt bei den YouTubern.